Ja, schlägt so schnell wie möglich drum zum Vorposten an der Steinrampe. Das tun wir ja schon. Wir haben ja schon einen kleinen Trupp dort. Das ist ein Hinterhalt! Eine Einheit wurde aufgewertet. Ja, und ich merke gerade, ich war die ganze Zeit über ein bisschen doof. Es ist intelligenter, das Weiterverarbeitungsgebäude näher an das Vorkommen zu bauen als das Abbaugebäude. Niethalf sei mit uns! Das ist das Ende! So gehen wir ein in Niethalfs Reich. Kampfbereit! Dort treffen wir unsere Ahnen und Waffenbrüder. Nur zu! Wo ist der Feind? Und marschieren los! Bis Niethalf erneut unsere Seelen schmiedet. Hier bin ich. Wo ist der Feind? Zu allem entschlossen. Für ein neues Leben. In Ehre und Stärke. Komm mit festem Schritt voraus. Facebook wurde aktualisiert, ja. Zeige ich die Zwergenstadt. Das ist ein Hinterhalt. So, jetzt kann ich ja ein paar Krieger rufen, dass wir auch Nahkämpfer haben. Was wollt ihr? Das ist ein Hinterhalt. So, und ihr kommt her, Mensch! Wir müssen reden! Jo, können wir reden. Da muss ich noch ein paar Plätzchen für die vier Schweinefarmen finden, die ich noch errichten möchte. Weil bis jetzt, wie viele habe ich denn? Ich habe hier eine macht zwei und hier oben habe ich auch nur noch mal zwei, ja. Ihr habt gut gekämpft, Mensch. Schöpft neue Kraft. Bald werden weitere Angriffe beginnen. Was hat es mit Windjalf und diesem Riesen auf sich? Als diese Berge hier noch jung waren, da stritten sich die Riesen Gorg von den Eisfelsen und Utruhr von den Feuerseen. Zwei Brüder, wie sie gegensätzlicher nicht sein können. Keiner von beiden konnte die Oberhand gewinnen. Und so dauerte ihr Streit Jahr um Jahr, Jahrzehnt um Jahrzehnt fort. Da erfuhr Gorg von dem Geheimnis des Feuerbands,
das die Zwerge der alten Zeit ergründet hatten. Ein Zauber, der es den Schmieden erlaubte, an den heißesten Essen im Innern der Erde zu arbeiten. Da ergriff Gork die Gier und er drängte einen Schmied der Zwerge, ihm dieses Geheimnis zu verraten. Doch der verharrte in Schweigen. Gork ersann eine List und lud die Zwerge zum Fest der Sonnenwende in seine Höhle im ewigen Eis. Als die Zwerge feierten und trunken wurden, da sprangen plötzlich Gorks getreue Wolflinge hervor und packten sie. Nun vor... Oh. Ach, ein Angriff, okay. Ihr habt gut gekämpft. Lasst sie nur kommen! Nur zu! Wow, kommt nur her! Also das ist gerade echt kacke. Das ist eine Falle! Kampfbereit! Endlich wieder geht kämpfen! Es los? Das ist euer letzter Fehler! Endlich wieder kämpfen! Ihr habt gut gekämpft. Was hat... So, jetzt nochmal. Ein Zauber, der es den... Gork... Nun forderte Gork von ihnen das Geheimnis des Feuerbands. Oder er würde sie alle erschlagen. Windjalf ging zum Schein darauf ein und bat den Riesen näher zu kommen, damit er ihm das Geheimnis ins Ohr flüstern könne. Als der tumbe Riese sich zu ihm herabbeugte, da ergriff Windjalf blitzschnell die Axt eines Wolflings, trennte Gork den Kopf vom Rumpf und floh. Doch selbst der kopflose Körper taumelte ihm noch nach, so groß war die Gier des Riesen. Seine Brüder rangen die Wolflinge nieder. Doch immer mehr strömten aus den Höhlen hervor und noch immer folgte der kopflose Riese dem Zwerg. Da nahm Windjalf seinen Hammer und schlug mit aller Kraft gegen die Wände der Höhle. Fels und Eis erbebten und die Höhle des Riesen stürzte in sich zusammen. Sie begrub Gork und seine Diener, aber auch viele Zwergenbrüder unter sich. Nun haben die Beben die alte Kammer geöffnet. Und selbst nach seinem Tod noch trachtet der gierige, zornige Riese nach Windjalfs Geheimnis. Ich muss zu Windjalf. Solange die Untoten in Horden heranströmen, ist es unmöglich, zu Windjalf vorzudringen. Aber vielleicht gibt es einen Weg, ihren Ansturm aufzuhalten. Die Angreifer kommen über den Südpass. Wenn wir ihn verschließen, müssen sie über das heilige Feld. Die Statuen unserer Ahnen werden mit ihrer heiligen Macht ihre Zahl verringern. Wie kann der Südpass verschlossen werden? Mit einem Steinsturz? Ei, dazu braucht ihr einen Steinbrecher. Es sind schon Leute zu Uram, unserem Steinbrecher, unterwegs. Aber wir haben nichts mehr von ihnen gehört. Er hat sein Haus auf der anderen Seite des Berges. Versucht, ihn zu erreichen. Aber lasst eure Truppen hier in der Stadt. Es wird sicher neue Angriffe geben. Wenn Uram noch am Leben ist, soll er den Überhang mit seinen... Na, danke. Wenn Uram noch am Leben ist, soll das einfach mal unterbrochen werden. Zu allem entschieden los! Endlich wieder kämpfen! Vorwärts, Zwerge! Kampfbereit! Endlich wieder kämpfen! Tja, soll mir jetzt nur einer sagen, wie ich den alleine erreichen soll? Meine Axt wartet schon!
Also ja, ich muss ein bisschen Nahrung zusammenkratzen und eine kleine Kampftruppe. Also aus 10 Mann mir zusammenholen. So, ist die Frage, kriege ich da oben noch irgendwo Schweinezuchten hingequetscht? Nö. Hier kriege ich auch keine mehr rein. Lasst uns anfangen. Also habe ich keine andere Wahl, als hier welche zu errichten. Das wird ein Meisterwerk. Wer wünscht? Nied half zur Ehre. Ich höre. Nied half zur Ehre. Meine Axt wartet schon. Geht es los? Nur zu! Eine Einheit wurde aufgewertet. Also ja, ich brauche so um die... sagen wir 10 Verteidiger, 10 Krieger, um das Ding da auszunocken, damit ich hier oben rankomme. Und ja, Gorg sieht nicht sehr freundlich aus mit seinem fehlenden Kopf, den er da in der Hand trägt, um sehen zu können. Also das kann man dem Spiel auch nicht vorhalten. Sie schaffen es, Monstrositäten zu erschaffen, die wirklich abartig aussehen. Oh. Gut, jetzt fangen von hier auch an, auch kleinere Angriffe zu kommen. Das heißt, hoffentlich ist beim Titan bald bereit. Vorsicht, Gegner! Ich glaube, es ist fertig. Wir werden angegriffen. Das ist ein Hinterhalt. Ihr seid schwach. Die Linien müssen halten. Wir werden angegriffen. Nied half wird mich rächen. Vorsicht, Gegner. Hinfort mit euch. Nur zu. Vorwärts, Zwerge. Kampfbereit. Wo ist der Feind? Hier bin ich. Meine Axt wartet schon. Die Ahnen rufen uns. Ja, zur Seite. Wow, kommt nur her. Nur zu.
Das ist eine Falle! Geht es los? Das ist eine Falle! Okay. Dann würde ich sagen, ich nutze den Moment jetzt mal zu speichern, damit wir nicht wieder so arg überziehen. Und dann gibt es jetzt hier erst einmal einen Cut. Bis gleich.